So, ja, nachdem ich gestern mein Vorstellungsvideo gemacht habe, habe ich also total schöne Reaktionen bekommen. Es hat sich auch eine junge YouTuberin gemeldet, die mich also sehr sympathisch fand. Dann habe ich mir gleich ihre Videos angeschaut und da habe ich dann gesehen, dass die jungen Indigo Kids also schon ziemlich gut drauf sind mit ihren Videos. Also was ihr jetzt von mir bekommt, das ist natürlich, ich bin 56, gerade mal mit der Computerzeit aufgewachsen, aber alles immer nur selber mir beigebracht oder in Verbindung mit meinen Kindern, die dann immer wieder meinen Computer entwirrt haben oder sich dann lächelnd neben mich gesetzt haben und gesagt haben, ja, ist doch schon alt und kennt sie nicht aus und so. Aber naja, manchmal haben sie mir dann doch geholfen. Jetzt habe ich es also versucht, selber zu machen. Also ich werde immer besser. Ja, also ich halte ja, bin ja, halt ja nicht locker. Ich will das ja jetzt auch schaffen, aus mir einen YouTube-Star zu machen. Nein, das ist natürlich ein Spaß. Ich habe gestern in meinem Vorstellungsvideo habe ich von Leid gesprochen. Ich habe ja erzählt, dass ich in den 90er Jahren mit Hilfe des Biometers also Lebensenergie messen konnte. Und das hat natürlich auch erstmal einen ziemlichen Ego-Einbruch bei mir bewirkt. Also ich kann mich erinnern, dass selbst auch, wie ich hier in Münster gelebt habe als Student, ich einige Pendel, damals brauchte ich noch ein Pendel, in den Arsch schmeißen musste, weil ich dann zwischenzeitlich natürlich auch meine Fähigkeit verloren hatte, energetisch etwas zu bemessen, weil man wird ja dann zum Monster und hat man dann die Macht über alles. Und damals gab es ja noch wenig Leute, denen ich davon erzählen konnte, ohne dass sie mich gleich irgendwie in die Klapse abschieben wollten. Also habe ich mich zurückgehalten und habe das erstmal alles nur für mich gemacht. Das war überhaupt das große Thema, etwas mit jemand zu besprechen, mit jemand auszutauschen, wie das heute möglich ist bei diesen Medien, die wir heute haben. Das war damals nicht möglich. Gut, telefonieren konnte man. Ich hatte damals auch schon ein Team von Verrückten, die mit mir damals auch schon mit dem Biometer gemessen haben. Der eine war in Düsseldorf, ein Zahnarzt, dann ein Schneidermeister und Heiler in Kärnten, der auch ein alchemistisches Labor hatte, dann der Leo in Australien, der hatte einen Laden, wo er also so Nahrungsergänzungsmittel und Geräte, wo man seinen eigenen Smoothie machen konnte. Es war ja damals schon in Australien ziemlich bekannt, so sein eigenes Essen herzustellen und das mit sehr viel Lebensenergie zu erfüllen. Ja, und dann gab es noch jemand in der Schweiz und ja, in Niederösterreich, habe ich schon gesagt, gab es den Harry, warte mal, wie hieß der? Also ein Reporter, ein Journalist, der also auch messen konnte. Ja, und mit dem habe ich dann in gewisser Weise eine Demut entwickelt, weil wenn man dann jemanden hat, mit dem man darüber sprechen kann, dann konnte man sich natürlich auch austauschen und korrelieren und korrigieren. Harry Hirschmann, so hieß er. Und das war damals ganz faszinierend, als ich ihn kennengelernt habe, habe ich halt damals auch schon von der Werde was du bist Analyse und von der Lebensbeginnzeitbestimmung gesprochen. Darüber werde ich dann in anderen Videos noch genauer eingehen. Und er hat dann gesagt, okay, wir testen das jetzt mal und ist ein Stock höher gegangen und hat dann seine Geburtszeit, Lebensbeginnzeit, habe ich das damals genannt, aufgeschrieben. Nachdem ich ihn erklärt habe, es gibt da also
eine Geburtszeit und es gibt aber eine Zeit, wo das Wesen sozusagen dann das Leben beginnen lässt. Darüber spreche ich dann, wie gesagt, noch. Und dann sollte ich das aufschreiben von seiner Zeit und dann ist er runtergekommen und dann haben wir beide gleichzeitig ein Blatt auf den Tisch gelegt und siehe da, wir waren, glaube ich, 10 Sekunden Unterschied. Und da habe ich also gewusst, okay, ich bin nicht der Einzige, der also Energien messen kann. Und Energien messen kann heißt, dass du also auch nicht nur den Raum, sondern auch die Zeit überwinden kannst. Das heißt, ich konnte bei ihm die Geburtslebensbeginnzeit bestimmen. Ich konnte in der Zeit zurückgehen und feststellen, wann sein Leben lebensbeginnzeitmäßig begonnen hat, ja. Und man hat natürlich dann auch eine gewisse Macht, wenn man also die Energien von etwas misst, vor allem halt auch die Reife eines Menschen. Und da brauchte ich also einige Jahre, um gewisserweise eine Demut zu haben. Und auch heute noch, bevor ich also irgendwas messe, muss ich immer auch die drei so viele Fragen stellen: Darf ich, soll ich? Oder kann ich? Und wenn ich da kein ganz klares Ja bekomme, dann kann ich auch etwas nicht messen. Also, ich konnte damals die Energie eines Menschen messen. Eine Sache möchte ich noch erzählen, wie das also raumlos, zeitlos passiert. Also, Ignaz Lanker, der Alchemist aus Kärnten, der mir eigentlich zu seiner Lebzeit auch nie gesagt hat, dass er eigentlich auch ein Templer war. Erst wie ich dann später in die Templerkultur eingetreten bin, habe ich dann von gehört, dass er also in einem speziellen Zweig in Klagenfurt auch dabei war. Aber die waren halt damals auch sehr verschwiegen. Aber er hat mir damals auch, wie ich mal ihn besucht habe in Klagenfurt, sein Labor gezeigt. Und das war wirklich so, wie man sich das so vorstellt, so mit Glas, Körpern im Labor und Destillierungsgeräten und Feuer und Veraschung und so weiter. Ja, und der hat also immer etwas gebraucht, oder hat mich gebraucht halt, um Energien von Substanzen zu messen, die er hergestellt hat in bestimmten Veraschungsverfahren, ja. Und dann hat er mich angerufen, wie gesagt, damals Telefon gab es ja schon, und hat dann gesagt, kannst du mir bitte eine Substanz messen, die ich gerade hergestellt habe. Und dann habe ich gesagt, hast du die in der Hand? Ja, sagt er, hat sich das dann in die Hand geschüttet. Und dann habe ich zu ihm gesagt, kannst du daran denken? Ja, und ich habe mich also dann in Trance versetzt und habe dann gemessen und dann habe ich ihm gesagt, 13.750 bei 76%. Oh, sagt er, die habe ich auch, die Zahl, danke, und hat wieder aufgelegt. Also damals war also auch dieses Messen etwas, was raumlos, zeitlos passiert. Ja, und heute im Zeitalter von Remote Reviewing ist das natürlich schon Alltag. Viele Kollegen, viele Ärzte können das schon. Und heute bin ich also nicht jetzt gleich wieder als Spinner verschrien, wenn ich darüber erzähle, dass ich Lebensenergie von Menschen messen kann. Gut, und gestern habe ich ja gesagt in meinem Vorstellungsvideo, dass dieses Messen der Lebensenergie für einen bestimmten Wert dann aber auch immer eine Momentanbestimmung ist. Wenn ich einen Menschen messe, wenn ich zum Beispiel ein Heilkraut messe, ist es ganz interessant, dass es weltweit, wenn es bei einer bestimmten Anbau Technik, also kontrolliert oder biodynamisch, bioenergetisch aufgenommen, gemacht wird, dass es dann seine spezielle Frequenz hat. Ja? Und man kann so sagen, ein Gänseblümchen, wenn es also jetzt ganz normal wächst auf der Erde, in gleichen Bedingungen, hat die gleiche Durchschnittsenergie. Und interessanterweise sind diese Durchschnittsenergien von ihrer Grundstruktur her 14 Stück. Ja, es gibt 14 Energieebenen und die sind weltweit gleich bei allen Leben. Ja, ob ich jetzt eine Pflanze, ein Mensch, ein Tier messe, jedes Mal kommen diese 14 Energieebenen zustande.
Und die haben interessanterweise nach dem Biometer fixe Zahlen. Das werde ich dann auch mal in einem weiteren Video genau erklären, wenn ich das Biometer erkläre. Und es gibt aber eben eine Durchschnittsenergie. Ja, da bin ich drauf gekommen, weil ich ja Musikwissenschaft mal studiert habe und auch durch meine Eltern halt sehr musikalisch ausgebildet wurde, Klavier lernen und Gitarre lernen und dann Gitarrelehrer werden und so weiter. Und da habe ich dann gewusst, dass wenn ich auf dem Klavier einen Ton anschlage, und das Klavier ist ja ein Naturinstrument, dass ich also, wenn ich den Ton anschlage, A zum Beispiel, 440 Hertz, dann ist das aber ein Naturton auf dem Klavier, weil das sind ja wohl Stahlsaiten, aber das Klavier ist ja in sich eigentlich ein Holzinstrument, wo also ein Holzkörper, ein Rahmen ist, ja, der dann über das Holz des Instrumentes halt seinen Tonqualität also verstärkt. Das heißt, wenn ich also einen Ton A anschlage, dann gibt es Obertöne und Untertöne, die gleichzeitig mitschwingen. Und da ich also jetzt die 14 Ebenen mal entdeckt habe, und die Geschichte werde ich wie gesagt im Video über das Biometer erzählen, gab es also dann die Erkenntnis, okay, ich habe den Ton G, der ist 440 Hertz, und es gibt die Obertöne und Untertöne, also gibt es eine Durchschnittsenergie. Und die ist aber verglichen jetzt zu den Pflanzen. Bei den Tieren habe ich mich jetzt nicht so beschäftigt, aber vielleicht kann man sich das auch mal anschauen. Aber gerade bei Pflanzen weiß man, da gibt es auch eine Durchschnittsenergie, die ist fix, nur bei Menschen verändert die sich. Und da ich jetzt dieses Video Leiden und Aufwachen nenne, möchte ich heute noch nach dieser Einleitung konkret erklären, was heißt das, wenn ich sage, dass wir spirituell durch Leiden wachsen. Was ist Leiden? Also wenn ich jetzt zynisch bin und böse bin, dann kenne ich ganz viele Leute, die sagen, im bisschen veränderten Dekasatz, ich leide, also bin ich. Ich leide an der Welt. Ich leide an meinem Körper. Ich leide an meinen Nachbarn. Ich leide an meiner Familie. Hat die böse Mutter, der böse Vater. Und dann eben, wenn du mal Vater, Mutter bist, die bösen Monster, kleiner Körper, Riesengeist, ja, die mich also total nerven. Oder ich leide daran, dass ich krank bin. Oder ich leide daran, dass ich kein Geld habe. Ein wichtiges Thema auch in meinem Leben. Ich leide, dass ich zu viel gegessen habe und jetzt Bauchweh habe. Oder manchmal sogar gab es Situationen in meinem Leben, da hatte ich keinen Geld und kein Essen, da habe ich dann auch gelitten unter Hunger. Hunger ist also auch eine sehr starke Emotion. Ich leide unter Ängsten, ich leide unter Emotionen, ja, wie zum Beispiel mir ist kalt, ja, oder ich bin ja so arm, ja, hört mich an, mir geht es ja so schlecht. Ich leide unter der Unfähigkeit, meine Gefühle auszudrücken, ja, männliches Thema. Ich leide, dass ich nicht verstanden werde. Ganz wichtiges Thema, ja. Und das passiert halt auch, wenn man eben alleine ist. Ja, ich war jahrelang in gewisser Weise allein, auch wenn ich mit Menschen umgeben war. Aber ich traute mich nicht halt über meine Dinge zu sprechen, weil ich dann eh wieder so einen Blick bekommen habe, wenn ich den Mund aufgemacht habe. Oder ja, du mit deinen Geschichten und du mit deinen Sensibilitäten und du mit deinen was auch immer. Heute ist es anders. Ja, heute können wir ja sensibel sein. Ja, es gibt hochsensiblen Kongresse. Ja, finde ich also faszinierend. Gibt zwei liebe Leute aus der Schweiz, die das machen. Es gibt für jedes Leid letztendlich eine
Gruppe, die ich im Netz finden kann, wo ich mich solidarisch fühlen kann, die mich aufnehmen. Ja, also ich leide das vor dem Schrecken der Politik. Oh, da gibt es viele Gruppen, die nennen sich dann Parteien oder Antiparteien oder ich leide darunter, dass es so schreckliche Politiker gibt. Da finde ich ganz viele im Netz, die also mit mir solidarisch sind, ja. Und ich leide vor allem durch diesen Putin und durch diesen Trump und durch die Merkel, wie schrecklich das ist und so. Ja, und wenn ich leide, ist das absolut subjektiv. Und ich kann jetzt nicht sagen, mein Leid ist besser als das von meinem Nachbarn. Oder mein Leib ist besser als das von meinem Fuß. Ja? Oder mein Leid ist besser als ja, das Leid der vielen Menschen, die doch unter schrecklichen Lebensumständen leben. Weil die sind dort und ich bin hier. Und wenn ich leide, dann leide ich. Das ist einfach absolut subjektiv. Ja? Und wenn ich jetzt ausdrücken will, dass ich leide, dann muss ich ja in gewisser Weise auch Worte oder Gefühle ausdrücken. Ja? Und sobald ich das in irgendeiner Weise verdichte, also ausspreche oder aufschreibe oder herausschreie, kann es dann sein, dass ich nachher nicht mehr habe. Also, ihr habt ja vielleicht schon bei meiner Homepage gesehen, da gibt es die Vulkanübung, eine ganz wichtige Übung, die ich also jedem ans Herz lege, es mit seinem Partner zu machen. Ich werde dann den Link auch noch in den Videobeschreibungen geben, wo man also lernt, Dinge auszusprechen. Und wie bei Rumpelstilzchen, ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich dass ich Rumpelstilzchen heiße. Sobald ich den Dämon benenne, ist er weg. Aber wie kann das sein? Warte, mein Leid geht weg, indem ich es ausspreche. Aha, okay. Aha, das heißt, auch wenn es jetzt bei mir subjektiv vorhanden ist, ist es vielleicht nur ein Gefühl in mir oder so. Aber wir müssen uns einfach klar sein, wenn wir leiden, dann verändert sich unser Bewusstsein. Und wenn wir dann das Leid auflösen und plötzlich befreit sind vom Leid, dann sind wir auf einer neuen Ebene. Also, das ist dann im Grunde genommen spirituelle Veränderung. Also, ich kann das mal so sagen, da gibt es das Wort Problem. Und da ich ja auch ein bisschen Germanistik und Etymologie studiert habe, war das damals in meinem Studium also ein wichtiger Punkt. Woher kommt das Wort Problem? Aha, das Wort Problem kommt von Proballo. Ja, Problematos, das ist das Partizipium von Proballo. Und Ballo heißt Ball, Fußball heißt werfen. Ja, und Proballo heißt also vorwerfen oder so. Oder man könnte es auch jetzt übersetzen mit einer vorgestellten Aufgabe. Also mir ist was vorgeworfen. Also jetzt liegt da so eine Wand vor mir. Ja, oder steht so eine Wand vor mir. Also, ich stehe vor der Wand, ich habe ein Problem. Und jetzt ist also, ich habe eine Aufgabe. Ja, ich muss da jetzt über die Wand. Na, die ist aber hoch. Gut, okay. Jetzt könnte ich mir denken, tja, was mache ich da? Schreien. Schreien ist gut. Scheiße! Schreie ich jetzt, die Wand ist da, ich komme nicht weiter. Ich habe eine vorgestellte Aufgabe. Ah, warte mal, Aufgabe. Wo kommt denn das Wort Aufgabe her? Das Wort Aufgabe haben wir doch im Deutschen auch wieder. Es gibt so verschiedene Deutungen. Brief aufgeben. Genau. Ich gehe jetzt hin.
Hilfe, Aufgabe. Dann gibt es den Begriff Aufgabe. Ich habe einen Job, ich muss jetzt was tun. Ja, ich muss das Geld verdienen. Okay, ich muss jetzt muss schauen, was mache ich jetzt? Ja, was kann ich? Okay, das also Aufgabe. Ja, und dann, okay, aufgeben, Aufgabe. Okay, ich muss was aufgeben. Ich muss was aufgeben. Ich muss was loswerden, um eine Aufgabe zu erfüllen, um einen Brief aufzugeben. Na, warte mal. Und dann gibt es dann noch wahrscheinlich eine vierte Bedeutung, die so ein bisschen anders funktioniert. Ich habe das damals so erlebt. Ich bin von Wohngemeinschaft zu Wohngemeinschaft zu Wohngemeinschaft gezogen. Und nach 3 Wochen war immer die gleiche Situation, dass ich dann plötzlich innerhalb der Wohngemeinschaft einen Papa und eine Mama hatte, gegen die ich mich gewehrt habe. Dann habe ich irgendwann mal kapiert, ach ja, es ist irgendwie immer das Gleiche. Das, was ich zu Hause habe, habe ich dann auf die Wohngemeinschaft übertragen. Und so habe ich mir dann gedacht, es war damals im Studium, nach der 25. Wohngemeinschaft, ich müsste jetzt mal ganz logisch vorgehen. Also, wenn ich das jetzt von dem Körperlichen her sehe, der nächste Schritt wäre mal alleine ziehen. Ja? Also eine Wohnung zu haben, wo ich mal alleine wohne. Okay, ich habe eine Anzeige losge. Nee, ich habe gar nicht eine Anzeige. Ich habe einfach Nina Dann, das ist hier in Münster, so eine Zeitung, die gibt es heute noch, nach 30 Jahren. Schlag auf, sofort eine Wohnung gefunden. Ich hin, sofort den Vertrag gekriegt. Aha, habe ich mir gedacht, hoppala, jetzt habe ich irgendwie einen Gedanken gehabt, der jetzt logisch für meine neue Entwicklung war. Aha, gut. Und dann habe ich mir gedacht, so seelisch gesehen ist das jetzt, glaube ich, der nächste Schritt. Nachdem ich jetzt immer wieder in den Wohngemeinschaften die gleiche Situation hatte, ich brauche jetzt, der nächste Schritt ist alleinziehen. Ich habe Schiss davor, allein aufwachen und da ist keiner da. Und ich gehe in den Kühlschrank und da ist auch keiner da und da ist nichts drin und da kann ich keinen anschimpfen, dass nichts drin ist. Und die Küche ist dann versifft, weil ich sie versifft habe und nicht, weil der Wohngemeinschaftskollege, der ja eh mal so versifft ist, na, ich bin ja eigentlich versifft. Ja, das ist meine Wohnung. Nur Scheiße. Oh ja, das wird dann so sein, ja. Aber geistig habe ich einfach verstanden, okay, das ist jetzt sozusagen logisch der nächste Schritt. Dann bin ich eingezogen und nach 3 Wochen war nicht so, dass ich dann irgendwie in meiner Angst war oder ich in meinen Befürchtungen war, dass die da auf mich. Nein, es war schön. Es war toll. Ich habe aufgeräumt. Jeden Abend war das Geschirr sauber. Ach ja, ich bin eine Jungfrau. Und Jungfrauen tun das ja. Oh, ich hatte aber auch keinen, dem ich das vorwerfen konnte. Nein. Oder dem ich das auftragen konnte. Nein, ich habe es selber gemacht. Und ich habe dann den Raum eingerichtet, bin ja Tischler, ein Hochbett gebaut und habe dann auch ein riesen Fenster gehabt, so eine Art holländische Situation und habe dann immer rausgeschaut und die Leute haben von draußen reingeschaut und so und es war total schön. Und plötzlich habe ich gemerkt, es war ja kein Problem, es ist ja kein Problem. Ah, da hat sich was aufgegeben. Und zwar nicht, weil ich auf der gleichen Ebene eine Alternative gemacht habe, sondern weil ich einen Schritt höher war, weil ich auf einer Stufe war und von oben das betrachtet habe und festgestellt habe, das war ja gar nicht so schlimm, ist überhaupt besser. Jetzt geht es mir eigentlich besser. Jetzt kann ich mich selber betrachten und wann, oh, dann habe ich angefangen zu kochen und habe endlich mal Zeit für mich gehabt, statt dieser ewigen Wohngemeinschaft-Diskussion und so weiter, ja. Also, Problem hat sich gelöst, aber nicht auf der gleichen Ebene, sondern weil ich einen Schritt weiter war. Also versteht ihr, was ich meine mit Probleme oder Leid lässt mich spirituell wachsen. Okay? Das heißt, letztendlich, wenn ich
weitergehe, Mut habe im Leben, ja, mich zu öffnen, ja, und alle andere Möglichkeiten betrachte und mich vielleicht auch für Alternativen interessiere, ja, dann steige ich spirituell. Das ist noch der Zustand meines eigenen Willens, aber jetzt, wo alles beschleunigt wird, wo der Himmel uns beschleunigt, wo die Sonnenwinde immer stärker werden, aber in einem Faktor von 1 zu 10.000. Ja, vor 10 Jahren waren die Winde noch verglichen zu heute ein Zehntausendstel so stark. Ja, wenn man Dieter Broers und seine Arbeit jetzt auf dem am Wochenende auf dem Kongress in Wien, wird er das also mit seinen russischen Kollegen beschreiben, die in den Beschreibungen werde ich also einen Link machen. Dann, jetzt werden wir beschleunigt, gepusht. Ja? Und das heißt, alles kommt hoch. Alles Ungeklärte, alle ungeklärten Gefühle, alles, wo wir früher noch verdrängen, weil braucht man nicht. Schauen wir uns wieder ein Video an, das müssen wir uns nicht anschauen. Die Thematik mit meinem Leib, ich müsste mal was Gutes essen oder ich sollte mal fasten. Ach, ist egal, ich hau mir jetzt die Pommes rein und ist ja wurscht und so. Geht nicht mehr. Ja, ich muss jetzt diese Bauchweh anschauen. Ja, und dann feststellen, okay, es wäre mal gut, jetzt die Fastenzeit, jetzt ist ja schon vorbei, dann haben wir schon Ostern gehabt, also ich muss mich damit befassen. Ja, und jetzt wird jeder gepusht. Ja, jedes alte Karma, was in mir ungeklärt ist, jede alte Beziehung taucht auf. Ja, jeder Gedanke, ich sollte doch mal vielleicht einen Beruf finden, der meiner Berufung entspricht. Oder ich sollte doch mal jetzt wieder mich mit meinen Ex-Frauen ausgleichen. Ja, und diese ewigen Nervereien, wer es besser weiß und so weiter, muss aufgelöst werden. Ja, und das ist jetzt ein Leid. Ja, aber wenn wir den Mut haben, das anzuschauen, diese Probleme als vorgestellte Aufgaben sehen und uns einlassen drauf, steigen wir spirituell. In unserer Durchschnittsenergie. Kann ich messen. Ja? Könnt euch bitte melden bei mir. Ja? Ich kann auch in die Vergangenheit gehen und sagen, wie hoch hast du damals geschwungen nach deiner Krebserkrankung, wie hoch schwingst du heute, nachdem du sie überwunden hast? Ja, was da für ein Unterschied ist. Aber es bedeutet aber auch, dass wenn wir wachsen, irgendwo mal zu einem Punkt kommen, wo dann gar nichts mehr geht. Ja, tut mir leid, liebe ESO-Leute, eure Yoga-Leute, weiß ich nicht, Körperleute, Biodanzer-Leute, ihr könnt noch so viel tun und noch so viel spirituelle Dinge tun. Irgendwann mal kommt ihr den Punkt, wenn ihr kritische Masse erreicht habt, dann geht gar nichts mehr. Ja, wir müssen wie in allen Zeiten, in alten Legenden, über den Styx. Das heißt, wir müssen in die Unterwelt. Wir müssen über unsere Dunkelheit anschauen. Na gut, ich bin ein bisschen vorausgegangen. Ich habe sehr viel Scheiße in meinem Leben erlebt. Ich habe sehr viel Scheiße in meinem Leben geschaffen. Ja. Jetzt geht es mir ein bisschen besser. Jetzt bin ich nach Hause gekehrt und das muss ich noch erzählen, ganz verrückt. Nachdem also ein wichtiger Auftrag, wo ich mir eingebildet habe, also ein lieber Freund wollte meine Arbeit bekannt machen weltweit, hat mir einen Lizenzvertrag unterschrieben und es war auch die Voraussetzung, dass ich finanziell sozusagen jetzt hier nach München gekommen bin und hat mir es abgesagt. Ja, eigentlich zu Recht, weil er hat mich dann auf einem Kongress gesehen und da war ich also ziemlich drüber und voll in meinem Wahnsinn. Ja, ich war jahrelang, ich kann sagen 50 Jahre in gewisser Weise schizophren. Hab dann aber eben die Zeit genutzt, wo nichts mehr ging und Entschuldigung, hab mich dann mal behandeln lassen und habe den Schock, den ich mit 3 Jahren mal erlebt habe, der mich hellhörig und sensibel gemacht hat und all diese Sachen entwickeln lassen, endlich mal aufgelöst. Und als ich dann aus der Entgiftung rauskam, kriege ich die Nachricht, Auftrag weg. Bei null.
musste ich wieder beginnen. Habe ich ja schon öfters gemacht, aber jetzt hier in Münster schon eine Wohnung toll und hatte schon gedacht, ja, und wenn dann der Auftrag durchkommt, dann kann ich ja so endlich mal die Telefonrechnung zahlen, die auch immer stärker wurde. Hab ja, war ja so stolz, dass ich jahrelang keine Schulden mehr hatte, aber plötzlich waren dann wieder ein paar 4.000, 5.000 € Schulden da. Aber es sollte ja der Auftrag kommen und da war plötzlich nichts. Und der erste kam auf mich zu und kein Geld, kein Job, kein nix. Naja, dann habe ich mich also, ja, dann habe ich mich hingesetzt und habe mir ein Gedicht geschrieben oder einen Satz geschrieben. Ich lasse mich finden von Menschen, die mein Wissen und meine Talente schätzen können, um mit ihnen gemeinsam einen glücklichen und weiten Weg zu beschreiten. Mich hingesetzt und einfach darüber meditiert. Und ja, und dann 2 Tage später kriege ich Mail. Wirklich, wie ein Wunder. Meldet sich eine Frau, die mich aus der Zeit hier in Münster vor 30 Jahren kennt. Überschrift barfuß über den Domplatz. Schreibt, dass sie mich also aus der alten Zeit kennt, dass jetzt jemand, den ich besucht habe, ein Tischler, als er mich kennengelernt hat, sofort an sie gedacht hat und dann sie besucht hat und von mir erzählt hat und sie gesagt hat, ja, den kenne ich, der ist doch damals barfuß über den Domplatz gegangen, damals bin ich 2,5 Jahre da, Winter wie Sommer barfuß gegangen und hat dann kurz geschrieben, wie sie mich damals erlebt hat. Und dann hat sie mein Video im Internet gesehen übers Monochord und will mich jetzt besuchen kommen. Ja, und dann kommt sie und ich sehe eine Frau, die genauso wie ich gewachsen ist, groß, schön, erfolgreich als Künstlerin, auch als Körpertherapeutin. Und die nimmt mich bei der Hand und sagt, hallo, ich habe gewartet auf dich. Ja, und jetzt, ja, jetzt ist sie mit mir und ich kann endlich als Sexualtherapeut und als Eleutonomist und was ich alles bin, das Leben, was ich mir immer gewünscht habe. Mein Ego war natürlich ein bisschen verarscht, weil damals habe ich ja Münster ganz stolz verlassen, weil ich ja die Frauen, die ich mir geschaffen habe, die waren ja alle so kopfig. Und dann ist genau an dem Ort, wo ich weggegangen bin, die Frau und wartet seit 30 Jahren, oder nicht, wartet nicht, aber hat jetzt gewartet und ist nicht weggegangen und findet mich wieder. Ja, und die kommt jetzt und sagt, so, jetzt bist du mit mir und ich mit dir. Und ja, heftig. Wir sind beide zusammen 112 Jahre alt und leben jetzt eine Liebe, die ich mir immer gewünscht habe, ja. Ja. Die hat mir dann gleich gesagt, also das mit deinem Kiffen kannst du erstmal lassen, weil mein Vater war Alkoholiker und ich will keinen kiffenden Mann. Na gut, habe ich dann aufgeben müssen. Ja. Ich meine, jetzt wache ich mit ihr auf in der Früh und mein erster Gedanke ist dann halt plötzlich da und sagt mir, was ich tun soll und hat mir gesagt, ich soll jetzt diese Videos machen, weil ich muss ja jetzt irgendwie ein Geld verdienen und jetzt wieder losziehen und irgendwo einen Job suchen und als Tischler irgendwo hackeln oder so. Nein, nein. Ja, doch, auch. Ja, werde ich schauen. Mache ich ja. Aber ich habe doch auch was zu erzählen. Aber sie sagt ja, bevor du nicht in dein Zimmer des Herzens gehst, kannst du die Menschen nicht in dein Zimmer des Wissens bringen. Heftig. Eine Frau sagt er, macht mit einem Satz meinen ganzen, mein zerbröselt mein letztes Ego, ja? Na, es ist noch was da, aber zerbröselt weiter, ja? Das ist halt, was Liebe passiert, was ist, wenn Liebe passiert, ja? Naja, und jetzt mache ich hier mein Video. Jetzt ist auch schon 34 Minuten, hoppala. Reicht schon, glaube ich. Also, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich bin jetzt hier angekommen. Ich habe jetzt eine Gefährtin und die
will mich lieben, genauso wie ich sie lieben will. Und ja, die bringt mich dazu, Dinge aufzugeben, damit ich dann größere Aufgaben erfüllen kann. Und tja, ich denke mir, man sagt ja als YouTube, bitte macht einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Ja, vielleicht auch, ja, denke ich mir, erzählt von mir oder gibt das weiter in eure Netzwerke. Und ich habe ja beim Ohm diese Beratung, wo ich ja, da habe ich den Preis jetzt auf 2 € runtergebracht. Ja, vielleicht will ja einer mal bei all den Themen, die ich da anbiete, eine Beratung haben und ist ihm das wert und er zahlt mir was. Oder ihr überweist mir auf mein Konto, das ich jetzt da angebe, 50 Cent. Reicht ja schon. Oder 1 Euro. Oder ihr fahrt einen dicken Wagen und überweist mir 100 Euro, weil euch das jetzt gefallen hat und ihr das da mehr wissen wollt von. Kann ja auch sein. Weil da verdienen jetzt die Kollegen Millionen, indem sie irgendwelche tollen Fetzen, Haute Couture vorstellen. Ich glaube, ich habe was zu erzählen und würde mich freuen, wenn ich von euch eine Wertschätzung bekomme. Und wenn es nur darin besteht, dass ihr anderen von mir erzählt und ja, Fragen stellt. Bitte stellt Fragen in die Kommentare oder schickt mir über meine E-Mail-Adresse einfach eine Frage. Es gibt nichts Schöneres als jemand, der Interesse hat und dem man was erzählen darf. Und ich glaube, ich habe was zu erzählen. Ja, und ja, freue mich aufs nächste Mal. Also, bis bald. Danke.